Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Webdesign-Projekt. Es hat sich hier nichts getan bis jetzt, bis auf das Logo, das ich nochmal kurz geändert habe. Einfach nur damit der Platz halt ein bisschen, ich sag jetzt mal, unterschiedlich aussieht. Weiß ich auch nicht wieso. Und ich habe in den Downloads eben die Beispiele rausgenommen, sodass die Downloads auch eine Download-Seite ist. So, wir werden uns heute der Let's Play-Seite hier widmen. Und das ist auch schon die letzte Seite, die ich hier basteln werde. Das Impressum und die RGBs werden noch kommen. Hier unten werde ich noch einen Kontakt reinpacken, ist mir eingefallen. Aber an sich sonst ist die Seite fertig. So. Angefangen mit Dam Dam Dam. Dreimal auf der Raten. Alles kopieren. Einfügen. Alles, was hier drin ist. Raus. Und den Div-ID-Content nochmal kurz erstellen, weil ich den gerade gelöscht habe versehentlich. Wir speichern ihn unter letsplay.php. Sagen Speichern. Tragen hier noch kurz jeweils den Link ein. Let's play.php. Kopieren uns das einmal kurz, speichern das Ganze ist gleich in der Download-Seite nochmal. Dum, dum, dum. So, damit sieht die Seite leer aus. Also so. Genauso wie die Download-Seite eben nur leer. So. Ich packe in den Header schon mal Let's Plays. Mal so krass hier rein, ne? Das ist der, was ich meine, so. Genau, und unter die Let's Plays kommt jetzt eine Div mit der ID. LP Videos. Und ich habe mich gerade sogar vertan. Tut mir leid. Das sind die LP-Kategorien. LP Games draus und fertig. So. Sites. Hier sind die Downloads drin, hier ist die Kategorie jeweils. Das ist die Download-Seite. Jetzt kommt hier noch schön ein Link rein. Link. Ein Kommentar rein für die Let's Plays. Und wir fangen auch schon an. Eben wie gerade gesagt mit dieser ID. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, Natal. LP Games, ne? So war das. Genau. Wir haben also dort eine Width von 1004, nein, nicht 1005, 1004 Pixeln. Eine Höhe, die ich noch nicht weiß. Auf jeden Fall eine Padding von 10 Pixeln. Eine Border von 1 Pixel Solid CCC, glaube ich, war das. Und wir schauen uns das Ganze erstmal. Ach. Ach, na gucke mal. Von der Index, ich hätte es mir doch von der Download-Seite nehmen sollen. Ach, naja. Was soll's. Dumm, dumm. So, damit ist dies. Damit ist das ein bisschen breit, würde ich sagen. 964. Nehme ich das so? Ja, komm, nehme ich so. 964 Pixel, eine Padding von 10. Natürlich wieder die Margin 0 Auto. Ja, genau. Passt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, da packe ich jetzt keine minimale Höhe rein. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, dass der Inhalt ja sowieso
ein bisschen größer wird als normal, von daher, ja, von daher ist das eigentlich kein Problem. So, Navigation A, nein, das suche ich nicht, das suche ich alles nicht, ich suche den Content. Genau, und zwar suche ich da den Overflow Auto, was ich gerade sehe. Was passiert, wenn, ach schon, was passiert, wenn die Downloads zu groß werden? Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung. Und ich würde sagen, ausprobieren. Das kann jetzt ganz kurz dauern. Tut mir auch leid, aber das muss jetzt einfach kurz getestet werden. Weil ich meine, wenn ich nicht weiß, was dann passiert, dann können irgendein Besucher nachher auf der Seite sich dann Ast ablachen, weil es nicht richtig programmiert bzw. geschrieben wurde. Und dann, naja, haben wir eben den Salat da. Beziehungsweise ich habe dann den Salat da. Ihr nicht. Oh. Was? Wir sehen, ich kann hier drin nicht scrollen. Das ist aber nicht so gut. Ja, sogar eine Div-ID Downloads. Ja, Moment. Ich habe ja die Div-ID Downloads. Downloads. Doppelpunkt Hover. Overflow. Auto. Weil ich dem eine Min-Height gegeben habe. Deshalb. Machen wir doch einfach die Min-Height raus, das sieht man ja eh nicht. Tut mir leid. Das ist doof irgendwie. Ich muss da wirklich eine bestimmte Height reinsetzen. Pixel an sich ist ja super. Das Problem ist nur, Moment, ich habe doch dem Content eigentlich eine bestimmte Höhe bzw. Breite gegeben. Höhe nicht, Width. Ich sehe gerade, der hat doch hier eigentlich noch Overflow Auto drin beim Content. Wenn der Content zu groß wird, dann floatet er sich doch eigentlich. Ach, na, gucke mal einer an. Dam, dam, dam. Raus damit. So. Entweder das hier ist jetzt wirklich zu groß. Ach ja. Ach Gott, jetzt weiß ich es auch wieder. Ich glaube, ich habe das schon mal getestet. Kann das sein?
Defaults. Klappt das jetzt mit dem Scrollen soweit? Ich hoffe ja dann auch in den Let's Plays. Ich nehme das jetzt einfach mal komplett so hier raus. Speichere das wieder ab, pack das mal in die Let's Play Navi, in die Let's Play, naja, ihr wisst schon. Das ist noch nicht genug. Achso, ich sollte hier oben auch kurz den Active ändern. Die Navi Active. Das werden ja dann die Let's Plays noch. So, jetzt passt das auch. Jo, passt das. Was mir allerdings noch nicht so ganz passt, ist die Tatsache, eben dass diese bestimmte Scroll-Effekt hier noch nicht vorhanden ist, weil ich dieser Div eben noch keine Höhe gegeben habe, das ist klar. Okay, dann gebe ich dem Ding doch eine Höhe, und zwar 660 Pixel, wie die anderen eben auch. Allerdings ist das die Min-Height. Das klappt da nicht mehr. Okay. Das müsste ich irgendwie noch geschickter gelöst bekommen. Weil so ist das irgendwie... Naja. Das ist ja doof. Das ist richtig, richtig, richtig doof. Weil der Content, der da drin ist, der wächst ja nicht mehr mit. Was heißt, hier würde der Content ja dann auch nicht mehr mitwachsen. Ich dann außerhalb dieser Range bin, doch hier wächst der Content komischerweise mit. Aus welchen noch so komischen, erdenklichen Gründen? Moment. Height und Width. Padding und Border. Na gut, ich habe da jetzt halt eine Padding und einen Border dazu gesetzt. Aber wieso wächst denn dann der Inhalt nicht mit? Ich darf diesem Ding nicht keinen... Moment, da glaube ich gibt's so ein... Ja, okay, ich weiß warum. Okay. Ich habe hier eine Div vergessen. Deshalb klappt das nicht. Dann ist das auch kein Wunder. Jetzt alles, was in diese Let's Play Games reinkommt.